Die Stadt Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Hier steht das Estrella Frauengefängnis, Heimat der einzigen weiblichen Chain Gang der Vereinigten Staaten. Chain Gang bedeutet Kettentrupp, eine Gruppe von Gefangenen, die an den Füßen aneinander gekettet Strafarbeit leisten muss. Diese drakonische Erziehungsmaßnahme soll die weiblichen Häftlinge disziplinieren und ihnen später ein Leben in geordneten Bahnen ermöglichen. Ich denke, ich bin zu Recht hier. Für mich gab es nur noch die Frage, Gefängnis oder Tod. Ich hätte meine Kinder verloren. Ich war am Boden. Wir haben sie an die Kette gelegt, damit sie sich ihren Problemen stellen, statt auszuweichen. Ursprünglich eine Idee des 19. Jahrhunderts, wurden die Chain Gangs um 1950 aus humanitären Gründen abgeschafft. Bis ein Mann diese von der Sklavenhaltung inspirierte Form des Strafvollzugs im Jahr 1995 zu neuer, zweifelhafter Berühmtheit brachte. Joe Arpaio gilt als der härteste Sheriff Amerikas. Darauf ist er stolz. Chain Gangs gab es damals in den Südstaaten. Warum also nicht auch heute? Der Sheriff dachte noch einen Schritt weiter und schuf eine Chain Gang für Frauen. Ich bin für Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das sollte auch im Strafvollzug gelten. In der Justizvollzugsanstalt des Bezirks Maricopa, für den Sheriff Arpaio zuständig ist, sitzen 2000 Straftäter ein. Fast 300 davon sind weiblich. Sie leben in einer 28.000 Quadratmeter großen Zeltstadt. Im Sommer bei unerträglicher Hitze. Nur 65 Grad. Das ist ja wohl ein Witz, das ist unmenschlich. In meinem Bezirk gilt, ausgefressen, eingesessen. Und das wird kein bequemes Sitzen. Ich will hier nur raus, es ist furchtbar. Es gibt einen Weg, die Zeit im Gefängnis abzukürzen. Eine Bewerbung als Chain Gang Girl, als Frau an der Kette. Jedes Jahr melden sich 150 Gefangene. Jeden Monat werden 15 von ihnen ausgewählt, eine Chain Gang zu bilden. Es herrscht ein straffes militärisches Regiment. Wer auch nur gegen eine einzige Regel verstößt, fliegt raus. Wer 30 Tage lang durchhält, bekommt eine Auszeichnung. Eine Art Diplom, mit dem die Chain Gang Girls vorzeitige Haftentlassung beantragen können. Viele der Mädchen haben nie in ihrem Leben etwas zu Ende gebracht. Hier können sie beweisen, dass sie dazu in der Lage sind und bekommen dafür eine Auszeichnung, auf die sie stolz sein können. Das steigert ihr Selbstbewusstsein und sie lernen, dass sie mit anderen Menschen zusammenarbeiten können. Das erzieht sie zu Selbstdisziplin und Teamgeist. Und ich hoffe, dass sie das, was sie an der Kette lernen, in der Freiheit nutzen. Zu Beginn eines Tages teilen sich die 15 Frauen in drei Gruppen auf. An drei schwere, jeweils 9 Meter lange Ketten. Mit massiven Schlössern werden die Ketten eng um die Knöchel gelegt. Wenn die drei Gruppen komplett sind, schließen wir alle am linken Knöchel fest. Müll sammeln oder Kanalreinigung, das sind typische Aufgaben der Chain Gang Girls. Aber auch die Bestattung verstorbener Obdachloser oder unbekannter Toter zählt dazu. Heute muss ein Kind bestattet werden. Viele der gefangenen Frauen sind selbst Mütter. Eine enorme seelische Belastung. Die Begräbnisse sind immer traurig, aber heute ist es noch belastender, denn wir begraben ein Baby. Die Kleine wurde etwa 5 Monate alt. Wir wissen nicht, wie sie gestorben ist. Die meisten der Frauen sind Mütter. Das wird sie schwer berühren. Ihr macht sowas alle zum ersten Mal. Seid euch bewusst, ihr seid heute anstelle der Angehörigen dieser Toten hier. Ob alt, ob jung oder Baby. Ihr bekommt eine zweite Chance, diese Toten nicht. Also seid stolz, arbeitet hart und denkt darüber nach, wo ihr hier seid.
Und warum? Ein Freiwilliger steht den Frauen bei. Wir halten eine Andacht ab und singen ein paar Lieder. Die Friedhofsverwaltung gibt uns eine Viertelstunde pro Beerdigung. Ohne die Chain Gang Girls würden wir das gar nicht schaffen. Es ist viel Arbeit. Ich war selbst obdachlos, ohne Ausweis. Das hier könnte auch mein Begräbnis sein. Herr, wir sind versammelt, um dem kurzen Leben eines Kindes zu gedenken, dessen Namen wir nicht kennen. Ich taufe Sie hiermit auf den Namen Grace. Grace heißt Gnade. Schenke uns diese Gnade und nimm Grace in deine ewige Obhut. Nimm sie und uns alle auf in dein Himmelreich. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, und durch den Heiligen Geist, jetzt und in alle Ewigkeit. Ich möchte jeder einzelnen von Ihnen danken. Sie haben gute Arbeit geleistet. Der nächste Tag im Estrella-Frauengefängnis beginnt mit der wöchentlichen Zellenkontrolle. Gesucht wird nach Tabak, Drogen, Pornografie und selbstgebastelten Waffen. Chain Gang Ladies, wake up! Go ahead and step out. Die Wärter rufen zum Rapport und kontrollieren jede Zelle bis in den letzten Winkel. Warum ist hier Müll auf dem Boden? Aufheben! Es ist hart hier. Es ist traumatisierend. Nichts hier ist gut. Alles ganz, ganz großer Mist. Die ist von draußen, oder? Viele brechen hier zusammen. Die Frauen bekommen schnell zu spüren, wie hart es ist, in der Chain Gang zu bestehen. Die Fluktuation ist hoch, denn selbst kleinste Regelverstöße führen zum sofortigen Ausschluss. Das Schlimmste ist nicht die harte Arbeit oder die Tatsache, gefangen zu sein. Das Schlimmste ist die öffentliche Demütigung, beim Strafeinsatz auf den Straßen des Bezirks neugierigen und verächtlichen Blicken ausgesetzt zu sein. An die Kette am Fuß habe ich mich nach einer Weile gewöhnt, aber in der Öffentlichkeit fühle ich mich erniedrigt, zur Schau gestellt, wie am Pranger. Genau das gehört zum Konzept. Ihr wisst, warum ihr hier steht? Nicht nur, um schwere Arbeit zu leisten. Wenn die Leute hier auf der Straße an euch vorbeifahren, dann werden ihre Kinder aus dem Auto schauen und ich hoffe, sie werden euch sehen. Sie werden eure rosa Unterwäsche und eure Uniform sehen und wie ihr in der Hitze schuftet. Und dann werden die Kinder sagen, ich will nie das Gesetz brechen. Wenn du so in der Öffentlichkeit rumlaufen musst, ist das schon übel. Heute hatte ich solche Angst, dass der Vater meiner Tochter vorbeifährt, denn ich war nah bei seinem Haus im Einsatz. Ich wäre am liebsten gestorben. Schon vormittags brennt die Sonne unerbittlich.
Einen heißen Job habt ihr, was? Bestimmt über 40 Grad, verdammt heiß. Es hat hier jetzt 48 Grad, kein Wind, die Luft ist trocken, furchtbar heiß. Die Frauen bekommen zwar ausreichend Wasser, aber pro Schicht gibt es nur eine Toilettenpause. Und auch während der bleibt die Kette angelegt. Ihr müsst lernen, Befehlen zu gehorchen. Wenn ich euch etwas befehle, könnt ihr davon ausgehen, dass ich dafür einen Grund habe. Das ist keine Schikane oder Demütigung, sondern wir wollen, dass ihr etwas lernt. Ihr demütigt euch ja schon selbst am meisten. Der Wärter da hinten ist ein echter Hund. Er schüchtert uns total ein. In der ersten Woche an der Kette hat er uns so klein gemacht. Er erinnert mich sehr an meinen Vater. Das ist wenigstens etwas. Ich gehe meinem Vater zwar seit Jahren aus dem Weg, aber hier vermisse ich ihn. Wenn du hier nicht klarkommst, war's das. Heather Half ist schon zum zweiten Mal im Gefängnis. Sie ist 31 Jahre alt und hat zwei Kinder. Nach Abbüßung ihrer ersten Haftstrafe hielt sich Heather mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Dann wurde sie rückfällig. Diebstahl. Sie brauchte das Geld, um ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Ich war 7 Jahre lang jeden Tag high, pausenlos. Und wenn ich nicht auf Drogen war, dann schlief ich. Ich habe in Läden Sachen mitgehen lassen, um mir meine Drogen leisten zu können. Ich habe dumme Sachen gemacht, Leuten die Taschen geklaut. Ich bin darauf nicht stolz, ich war einfach süchtig. Ich wollte trotzdem nicht auf den Strich gehen, deswegen klaute ich anderen ihr Geld. Zurück im Gefängnis werden die Frauen einer Leibesvisitation unterzogen. Das soll verhindern, dass sie Dinge von draußen in die Haftanstalt einschmuggeln. Wenn sie wiederkommen, nehmen wir ihnen die Ketten ab und kontrollieren ihre Stiefel, Kopfbedeckungen und Feldflaschen. Dann kommt die Leibesvisitation. Wir suchen nach jeder Art von Schmuggelware, die sie von draußen mit ins Gefängnis bringen könnten. Die Beamten kontrollieren gründlich. Sie wissen, dass die Gefangenen beim Schmuggeln äußerst kreativ sind. In der Handfläche, in den Socken und in den Körperöffnungen, egal ob Mund- oder Intimbereich, überall haben wir schon Tabak, Drogen, Medikamente, Füller, Messer oder sonstigen Kram gefunden, den die Mädels unbedingt reinschmuggeln wollten. Den Gefangenen ruft die tägliche Prozedur eindringlich in Erinnerung, was ein Leben hinter Gittern bedeutet. Ein fremdbestimmtes Dasein ohne jeden Freiraum. Das ist für viele das Schlimmste. Ein Häftling ist nicht mehr alleiniger Herr über den eigenen Körper und die eigene Persönlichkeit. Husten und dabei nach vorn beugen, ich muss den Reflex sehen. Okay, in Ordnung. Ich fühle mich dabei so gedemütigt. Ich will es nicht als Vergewaltigung bezeichnen, aber es fühlt sich so an. Man muss sich ausziehen und tun, was einem gesagt wird. Sich bücken und husten. Das ist für mich der absolute Horror. Heather Half vermisst im Gefängnis vor allem ihre Kinder. Der fast erwachsene Sohn lebt bei Heathers Schwester. Ihr 4 Monate altes Baby hat sie einer Freundin anvertraut. Heather macht sich Sorgen. Ich bin seit 3 Monaten hier und habe keinen Ton von Ihnen gehört. Kein Brief, gar nichts. Ich hoffe, dem Kleinen geht es gut. Etwas anderes möchte ich mir gar nicht vorstellen. Sobald ich hier raus bin, nehme ich den nächsten Bus, fahre zu Ihnen, schnappe mir den Kleinen und mache einen Entziehungskur. Den verbleibenden Teil des Tages müssen die Gefangenen in ihren Zellen verbringen. Mit 2x3 Metern, kaum größer als ein begehbarer Kleiderschrank. Die meisten sind doppelt belegt. Privatsphäre gibt es nicht für Heather und ihre Zellengenossin Amy. Das ist mein Bereich. Meiner aber auch. Amy schläft oben und das ist meine Pritsche.
Viel haben wir nicht. Waschbecken, Klo, zwei Betten. Nicht mal auf dem Klo sind wir allein. Wenn die eine auf der Schüssel sitzt, dreht sich die andere zur Wand. Und das ist mein Privatbesitz. Wir dürfen nur Postkarten schreiben, während wir hier sind, keine Briefe. Das hier sind alles Karten, die ich geschrieben habe. Weil ich pleite bin, kann ich viele nicht abschicken. Ich kriege 5 Briefmarken die Woche, eine Zahnbürste und einen Bleistift. Das war's. Das kriegen die Armen, deren Konto leer ist. Die Postkarten sind mir wichtig, denn ohne Post fühlt man sich ganz vergessen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich schreibe so oft meiner Freundin, die mein Baby betreut, aber sie hat noch kein Sterbenswörtchen erwidert. Abends werden die Zellen verschlossen, bis am nächsten Morgen um 5 Uhr der immer gleiche Ablauf von neuem beginnt. Für die Justizbeamten fängt der Tag schon deutlich früher an. Officer Kimberley Rupert ist seit 3 Jahren leitende Aufseherin der Chain Gang im Estrella-Gefängnis. Sie ist die Tochter eines Polizisten. Ich habe mir diesen Job ausgesucht, weil ich der Gesellschaft dienen will. Mein Chef ist der härteste Sheriff Amerikas und ich arbeite mit der einzigen weiblichen Kettensträflingstruppe der Welt. Wer würde da nicht mit mir tauschen wollen? Ich bin stolz auf meinen Beruf. Ich würde ihn nicht machen, wenn ich die Philosophie des Sheriffs nicht mittragen würde. Dann wäre ich nicht hier. Er will das Gefängnis so unbequem machen, dass die Gefangenen nie mehr wiederkommen wollen. Um als Justizbeamtin erfolgreich zu sein, muss ich jederzeit wachsam und aufmerksam sein. Ich muss mich vorsehen, denn die Mädels, alle Leute im Gefängnis, sind schließlich Kriminelle. Officer Rupert legt großen Wert auf strikte Disziplin. Täglich lässt sie das Marschieren im Gleichschritt trainieren. Strenge Führung ist ein Grundprinzip der Gefängniswärter. Wie in einer Armee müssen die inhaftierten Frauen spuren, ob sie wollen oder nicht. Bei tadelsfreier Führung winkt den Frauen eine entsprechende Urkunde. Und die könnte vielleicht eine vorzeitige Haftentlassung bewirken. Das ist die Hoffnung, an die sich jeder Einzelne klammert. Etliche Frauen glauben, dass ihnen Erfahrungen und Lehren aus der Zeit in der Chain Gang wirklich helfen und den Weg in ein besseres Leben ebnen werden. Struktur und Disziplin, das ist das, was mir fehlt. Ich kann und muss diese Dinge hier lernen, damit ich später wieder normal in der Gesellschaft leben kann. Die Frauen der Gruppe halten zusammen. An der Kette durchleben und durchleiden sie einen gemeinsamen Monat, aneinander geschweißt, im wahrsten Sinne des Wortes. Rebecca Rivera ist 40 Jahre alt. Etwas wie Teamgeist oder Gemeinschaftsgefühl hat sie draußen in der Freiheit nie erfahren. Sie verbüßt eine Haftstrafe wegen Prostitution. Um Geld für Drogen zu verdienen, ging sie auf den Strich. Heute träumt sie davon, als Lkw-Fahrerin zu arbeiten und den Kontakt zu ihren Kindern wieder aufnehmen zu können. Als ich damals Crack geraucht habe, habe ich als Nutte gearbeitet. Ich war ein ganz billiges Stück, muss ich sagen. Wenn du an der Droge hängst, ist dir alles egal. Ich wurde mit der Waffe bedroht und ins Gesicht getreten, bis ich fast tot war. Und ich bin splitternackt aus Bars geworfen worden. Einmal hat ein Mann mich mitgenommen und auf dem Parkplatz mit einem Messer bedroht. Er hat mir gesagt, was ich machen soll, und ich hab's gemacht. Ich habe meine Angst nicht gezeigt. Ich wollte sie nie jemandem zeigen. Als ich mit ihm fertig war, saß er da mit seinem gezückten Messer und ich sagte, als wäre nichts gewesen, hey, kannst du mich jetzt wieder dahin bringen, wo du mich abgeholt hast? Das ist nämlich ganz schön weit zu laufen. Er sah mich an und meinte,
wieso sprichst du so normal mit mir? Ich meinte nur, bei meinem Job muss ich halt mit solchen Sachen rechnen. Irgendwann passiert sowas immer. Er hat mich dann zurückgebracht und wir haben uns sogar unterhalten. Er war alleinerziehender Vater, sein Kind war behindert. Er fuhr mich zurück und immer wenn er mich danach auf der Straße sah, hielt er an und gab mir $5 oder $10. Einfach so. Er wollte nie mehr was von mir. Er gab mir nur Geld. Als ich ihn das letzte Mal sah, gab er mir sein Messer und sagte, das soll dich schützen. Ich fragte, wovor? Und er meinte nur, vor Typen wie mir. Nach den Arbeitseinsätzen dürfen Rebecca und die anderen Chain Gang Girls 2 Stunden im Gemeinschaftsraum verbringen. Im Gegensatz zur erzwungenen Disziplin an der Kette herrscht hier oft ausgelassene Stimmung. Okay, wer macht beim Andrücken mit? Ihr könnt auf mich oder Becky wetten. Hey, auf wen wettest du? Freundschaften machen das Leben hinter Gittern erträglicher. Manche der Frauen bleiben über die gemeinsame Haftzeit hinaus in Kontakt. Andere möchten danach lieber nicht mehr an die Zeit im Gefängnis erinnert werden. Wo Menschen 30 Tage lang auf engstem Raum zusammengepfercht leben müssen, bleiben Konflikte trotz strengster Überwachung durch Wärter und Kameras nicht aus, ob in den Zellen oder im Gemeinschaftsbereich. Meist wirken dann die älteren Gefangenen als Mittler und Schiedsrichter. Einige sehnen sich im Gefängnis auch nach körperlicher Nähe und gehen lesbische Beziehungen ein, fast immer nur auf Zeit. Ich mag Männer, aber Frauen auch. Ich bin da nicht so strikt wie Sie, aber naja. Mein Mann sitzt auch. Ich meinte, ich warte auf ihn, aber suche mir vielleicht eine Freundin. Er fand das nicht schlimm. Eine typische Behelfslesbe. Lesbe bis zur Entlassung. Mein Mann fragte noch, ob ich das machen würde. Ich sagte nur, spinnst du? Er meinte, bringst du mir keine Zweitfrau mit? Und ich, vergiss es. Mit einer Behelfslesbe würde ich keine Beziehung anfangen. Ich bin nämlich eine gefühlvolle Person. Was wäre, wenn ich mich in sie verliebe und nach ihrer Entlassung vergisst sie mich? Dann stehe ich dumm da. Die reden die ganze Zeit über Frauen, schlimmer als Männer im Fußballverein. Aber na gut, jedem sein Vergnügen. Solange sie mich da rauslassen, ist's mir gleich. Aber auch Frauen ohne lesbische Neigung bekommen hin und wieder die Chance zum Knastflirt. Die Fenster hier im Block zeigen zur Zellstadt der männlichen Insassen. So können sich die Frauen kreativ betätigen und Blickkontakt mit den Männern aufnehmen. Handzeichen, Gesten gegen die Fenster schlagen oder rufen. Hauptsache, die Herren reagieren. And then we're all doing this. And they'll tell us flashes. I'm like, no, no, no. I said, you flash me, and they will. Wir haben hier einen kleinen Fanclub. Dieser schwarze Typ mit der großen Brille, der ist süß. Ich mag den wirklich. Die anderen lachen über ihn, aber ich nehme ihn in Schutz. Dann sagen die Mädels immer, Heather, da ist wieder dein Freund. Und er gibt mir Zeichen. Ich weiß nicht mal, wie er heißt, aber alle lachen über ihn. Dann sage ich, hey, lass meinen Freund in Ruhe. Für Heather sind solche Flirts ein willkommener Kontrast zu den Erinnerungen an frühere Beziehungen, die alle ein bitteres Ende nahmen. Ach, ich bin eigentlich gern allein. Ich traue niemandem mehr und wenn sich jemand für mich interessiert, werde ich gleich misstrauisch. Was will der wirklich? Ich denke immer, ich bin es nicht wert. Sorry.
Ich stelle alle Leute in Frage, die sich für mich interessieren. Ich denke sofort, aha, und wieso? Der Vater meines Kleinen. Wir waren zusammen, seit wir 15 waren. Wir waren eine Weile brav, dann entdeckten wir die Drogen. Er wurde zum Berserker, fing an, mich zu schlagen, bis mein Trommelfell platzte und meine Lippen bluteten. Zweimal sogar Messerstiche. Die Narben sind verheilt. Ich habe eine hier und noch eine hier oben. Man sieht sie kaum, aber sie mussten mit 4 Stichen genäht werden. Zweimal. Das Messer hatte eine gezackte Klinge. Das ging sehr lange so, es war schlimm. Er schlug mal 7 Stunden lang auf mich ein, bis er selbst in Ohnmacht fiel. Dann hielt er mich 24 Stunden gefangen. Er erwürgte mich fast. Ich habe mir vor Angst in die Hose gemacht. Als ich mit den vollgepinkelten Sachen im Krankenhaus war, habe ich mich geschämt und den Arzt gefragt, wie das passieren konnte. Er meinte, bevor man stirbt, verliert man die Kontrolle über den Körper. Wissen Sie eigentlich, wie nah Sie dem Tod waren? Nein, das wusste ich nicht. Heathers Geschichte ist kein Einzelfall. 67% der Frauen im Estrella-Gefängnis wurden in ihrer Vergangenheit Opfer von Gewalttaten oder sexuellem Missbrauch. Heute soll die Chain Gang den Randstreifen einer Schnellstraße reinigen. Der Tag heute wird extrem heiß. Der Sergeant hat extra angewiesen, dass die Frauen viel trinken sollen, um nicht zu dehydrieren. Bis 10, 11 Uhr steigt die Temperatur auf über 43 Grad. Es ist ziemlich warm. Die Sonne verbrennt mir das Ohr. Ich muss mein Gesicht schützen. Was soll ich machen? Hier ist nirgendwo Schatten. Die Chain Gang Girls sind der brütenden Hitze nahezu schutzlos ausgeliefert. Plötzlich stoppt ein vorbeifahrendes Auto. Eine Frau hat gerade angehalten. Sie möchte der Chain Gang Getränke bringen und ihnen für die schwere Arbeit danken und für alles, was sie leisten. Ich war selbst mal ein Chain Gang Girl. Ich weiß, wie das ist. Die Hitze, strenge Regeln und natürlich die Kette. Aber für mich hat sich's gelohnt. Es hat mir geholfen, mein Leben in den Griff zu kriegen. Inzwischen habe ich sogar ein Geschäft aufgebaut. Mein Tipp: Nutzt diese Zeit als Chance, lernt daraus. Sie haben hart und gut gearbeitet, deswegen hat der Sergeant erlaubt, die Getränke auszuteilen. Und das machen wir jetzt. Heather nimmt sich die Worte von Tawny Lucero, dem ehemaligen Chain Gang Girl, zu Herzen. Auch für sie soll die Zeit an der Kette nun die Wende in ein neues, besseres Leben bringen. Heather hat 30 Tage überstanden und kehrt am nächsten Tag in die Zeltstadt des Gefängnisses zurück. Es ist zugleich ihr letzter Tag in Haft. Die Entlassung steht bevor. Nur noch wenige Stunden trennen sie von der Freiheit, von einem Neuanfang und vom Wiedersehen mit ihren Kindern. Ich bin aufgeregt und nervös und ich will zu meinem Baby. Heathers älterer Sohn lebt bei ihrer Schwester, ihm geht es gut. Aber ihren 7 Monate alten Jungen hat sie einer Freundin anvertraut, von der sie seit Monaten nichts gehört hat. Ja, ich darf endlich nach Hause. Macht's gut, euch allen viel Glück und Dankeschön. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich hoffe, meinem Kleinen geht's gut. Falls nicht, bin ich am Ende. Ich habe kein Auto, um hinzufahren und keine Telefonnummer. Ich weiß nicht mal genau, wo er ist. 3 Monate lang habe ich nichts gehört. Nicht mal ein, alles klar, ich passe auf ihn auf. Ich will dich ja nie wieder sehen. Wirst du nicht, das verspreche ich dir. In der Freiheit muss Heather wieder bei Null anfangen. Sie hat keine Arbeit, kein Konto, kein Eigentum. In dieser Tasche hier ist alles, was ich auf der Welt besitze, außer meinem Sohn. Aber noch habe ich meinen Sohn nicht wieder.
Es tut mir wirklich leid, aber es gibt ein Problem. Ich weiß nicht, ob Sie von der Sache wissen, aber es liegt ein weiterer Haftbefehl gegen Sie vor. Wir können Sie nicht entlassen. Ich habe mich doch um die Sache gekümmert. Ich wurde damals festgenommen, aber nicht verurteilt. Ich konnte nicht vor Gericht. Ich war doch hier im Gefängnis. Wegen eines noch schwebenden früheren Verfahrens soll sie nun doch nicht entlassen werden. Heather ist am Boden zerstört. Heather hätte heute entlassen werden sollen, aber bei Durchsicht ihrer Akten stießen wir auf eine ungeklärte Sache. Sie kann nicht entlassen werden. Das trifft mich wie eine Bombe. Ich käme nur gegen Kaution raus, aber niemand auf der Welt würde die für mich zahlen. Ich habe keinen einzigen Dollar und schon gar keine 1000. Statt das Gefängnis zu verlassen, wird Heather erneut in einer Zelle weggesperrt. So lange, bis über das schwebende Verfahren entschieden ist. Wie lange das dauert, weiß kein Mensch. Tage, Wochen, Monate. Alles ist möglich. Ich bin sauer und unglücklich. Ich koche vor Wut. Aber auf wen soll ich wütend sein, außer auf mich selbst? Das ist alles so frustrierend. Das Wiedersehen mit ihrem Sohn rückt in weite Ferne. Drei weitere Frauen haben den Monat an der Kette überstanden. Heute wird ihnen die Abschlussurkunde verliehen und zwei von ihnen dürfen in die Freiheit. Uns sind die Ketten abgenommen worden, zum allerletzten Mal. Heute ist mein 30. Tag, jetzt bin ich frei. Stolz präsentieren Crystal, Taspa und Lisa ihre Urkunden. Natürlich ist das nur ein Stück Papier, aber mir bedeutet es viel. Es drückt aus, dass ich es geschafft habe, dass ich etwas geleistet habe. Das ist viel mehr wert als das Papier. Für Lisa ist die Haftzeit eine seltsame Erfahrung. Sie kennt das Gefängnisleben aus zwei Perspektiven. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal auf der falschen Seite des Gesetzes lande. Ich habe als Wärterin in einem Männergefängnis gearbeitet und dann bin ich hier als Häftling gelandet. Du glaubst immer, die Drogen könnten dir nichts anhaben, aber sie machen dich fertig. Woods, roll up! Hurry up, let's go! Nicht für alle Absolventinnen der Chain Gang bedeutet das letzte Öffnen der Fußfesseln zugleich die Entlassung. Die Abschlussurkunde erwirkt eine Haftverkürzung, keine Begnadigung. Tina Brooks muss deshalb noch eine Reststrafe absitzen. Bye, Chain Gang. Bye, Chain Gang. Am nächsten Morgen erwacht sie in der Zeltstadt des Estrella-Frauengefängnisses. Zwar noch immer hinter Gittern, aber nach 30 Tagen des Marschierens und der Strafarbeit an der Kette fühlt sie sich der Freiheit hier schon ein ganzes Stück näher. Die Wärter sind toleranter und der Tagesablauf bietet mehr Freiräume. Hier draußen in den Zelten ist alles viel lockerer, es herrscht viel weniger Disziplin. Der Tag fließt einfach dahin. Drei Monate Haft muss Tina noch in der Zeltstadt absitzen, denen sie nach einem Monat in der Chain Gang aber vergleichsweise gelassen entgegensieht. Gleichwohl ist ihr bewusst, dass das neue Umfeld auch Gefahren birgt. Du wirst von einem Extrem ins andere geworfen. Von der totalen Kontrolle und Disziplin zurück in diese Zelte. An der Kette stehen alle gemeinsam auf, machen alles genau zur gleichen Zeit, alles im Gleichschritt. Hier ist alles nur chaotisch. Es gibt nicht mal feste Zeiten zum Aufstehen oder Schlafen gehen. Die Beamten versuchen für ein Mindestmaß an Struktur zu sorgen, aber es ist nicht dasselbe. In der Chain Gang geht alles auf Kommando, aber hier können die Frauen sich den ganzen Tag damit beschäftigen, die Wachen auszutricksen. Auch in der Zeltstadt gelten Regeln, aber es ist viel leichter für die Frauen, sie zu brechen. Das tun sie dauernd und sie werden dabei meistens nicht erwischt.
Es geht hier alles Mögliche vor sich. Es wird geraucht und sogar Alkohol zusammengebraut. Wir setzen hier unseren eigenen Fusel an. Wir tragen ihn 2 Tage am Körper zur Gärung. Dann entsteht Alkohol aus dem Zucker. Der ist aus der Küche geklaut. Nach 2 Tagen haben wir eine ganze Flasche voll. Damit können wir uns beide betrinken. Okay, wir haben das Brot für die Hefe, Orangen und 2 Portionen Senf. Das sind Damenbinden. Wir bekommen sie, wenn wir sie brauchen. Aber jetzt benutzen wir sie als Sieb. Dann noch Bonbons für den Geschmack und natürlich Zucker. Werden Tina und Shelley bei ihrer Alkoholpanscherei erwischt, drohen jeder 30 Tage Einzelhaft in der Isolationszelle. Natürlich ist das verboten, aber es macht Spaß, gerade weil es verboten ist. Ja, das Risiko. Richtig Spaß haben wir dann, wenn wir es trinken. Irgendwas hier muss ja auch Spaß machen. Lights out! Good night, everyone! Über Nacht verlässt die beiden Frauen der Mut zur Alkoholproduktion. Die Furcht vor der Strafe ist größer. Good morning, all your ladies. All your ladies, I need my day room trustees, first shift trustees. Make it up to the day room, ladies. Unauffällig entsorgen Tina und Shelley ihren Fusel im Waschraum. Die Aussicht auf 30 Tage in der Einzelzelle ist ihnen ein Rausch nicht wert. Wir sind alle nur Menschen. Wir machen alle mal Fehler. Manche Leute verdienen es bestimmt, im Gefängnis zu sein, aber bei manchen von uns war es ein einmaliger Fehler. Es ist ein Unterschied, ob du einmal einen Fehler machst oder immer wieder. Ich sehe mich selbst nicht als Kriminelle. Ich sehe mich als Mensch, der einen Fehler gemacht hat und daraus lernen will. Ich will einfach nur nach Hause. Ich habe es satt hier. Ich brauche Hilfe, eine Therapie oder so, damit ich mein Leben neu ordnen kann. Ich kann es nicht mit ansehen, wie manche dieser Mädchen 2-3 Mal wiederkommen. Das ist schrecklich. Einmal im Leben ist mehr als genug. Ein Großteil meines Lebens ist einfach nur Müll. Ich habe es einfach verschleudert. Und ich wünschte, es hätte keine 40 Jahre gedauert, das einzusehen. Nach einer Haftstrafe nicht rückfällig zu werden, das ist für die meisten Entlassenen die härteste Probe. Eine Probe, vor der nun auch Heather Half steht. Sie hat erfolgreich Widerspruch gegen ihren erneuten Haftbefehl eingelegt und wird heute endlich entlassen. Jetzt muss Heather ihre guten Vorsätze mit Leben füllen. Sie weiß, dass das nur gelingen kann, wenn sie sich einer Drogenentzugstherapie stellt. Ich habe überlegt, wie es wohl weitergeht. Ich will keine Beziehung und ich weiß, dass ich meine Drogensucht loswerden muss. Aber was ich will und was ich kann, das sind 2 Paar Schuhe. Ich bin erst am Anfang und kann so leicht wieder in die Sucht abrutschen, wenn ich dorthin zurückgehe, wo ich war. Eine einzige Nacht würde reichen. Ich bin erst 3 Monate clean. Sobald eine Nadel in meiner Vene stecken würde, würde sich mein Verstand in nichts auflösen. Und das würde mir gefallen, da ich mich dann weder Gott noch dem Bewährungshelfer noch sonst wem gegenüber verantwortlich fühlen würde. Aber wenn ich nicht high bin, dann kommt alles in mir hoch, was ich zurückgedrängt habe. Viele traurige Erinnerungen und Reue darüber, was ich meinen Kindern angetan habe.
dass ich nicht für sie da war, sondern unter Drogen. Heather verlässt das Gefängnis mit gemischten Gefühlen. Sie hat Angst vor der Zukunft und ist doch voller Hoffnung. Und sie kann es kaum erwarten, ihren kleinen Sohn wieder in die Arme zu schließen, den sie ihrer Freundin Lisa anvertraut hat. Sie sind ohne Geld gekommen und sie gehen ohne Geld. Das müssen sie unterschreiben. Und das hier ist ihre Quittung. Heather will vom Gefängnis direkt zu Lisa fahren, um nach ihrem Baby zu sehen. Sie weiß nicht, wie es ihm in den letzten Monaten ergangen ist. Ich habe Herzklopfen, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Durch die Busfenster ziehen die Orte ihrer Vergangenheit an Heather vorbei. Sie nähert sich Lisas Wohnung. Wird die Freundin zu Hause sein? Und bei ihr das Baby? Du weinst ja. Ich wusste, dass du weinen wirst. Ich habe geahnt, dass du kommst, deshalb bin ich zu Hause geblieben. Er ist groß geworden, nicht wahr? Lisa erklärt, warum sie die ganze Zeit über keinen Kontakt zu Heather aufgenommen hat. Ich wollte nicht mit dem Kleinen ins Gefängnis kommen. Ich dachte mir, wenn sie ihn richtig vermisst, merkt sie vielleicht, dass es vor allem um ihn geht. Ich habe dir so viel zu verdanken. Allen guten Vorsätzen zum Trotz schlägt Heather keinen geraden Weg in ein neues Leben ein. Unmittelbar nach ihrer Freilassung und dem Wiedersehen wird sie rückfällig und greift erneut zu Drogen. Erst danach beginnt sie eine Therapie. Ihren Sohn darf sie bei sich behalten. Er darf mit in die Entzugsklinik. Für viele Entlassene verläuft die Zukunft nicht so, wie sich Joe Arpaio das vorstellt. Der Sheriff glaubt, dass die Zeit an der Kette die Frauen für immer zu gesetzestreuen Staatsbürgern macht. Über meinem Gefängnis leuchtet ein Schild, rund um die Uhr, zellenfrei. Wir werden in Zukunft nie mehr ausgebucht sein. Was ich mit der Chain Gang erreichen will, ist, dass die Frauen etwas lernen, dass es ihnen nicht gefällt und dass sie niemals wiederkommen. Ich mag das Gefängnis nicht. Das habe ich in der Chain Gang gelernt. Diese Erfahrung werde ich nie vergessen. Die Statistik spricht eine andere Sprache als der härteste Sheriff Amerikas. 2 von 3 Chain Gang Girls kommen später erneut ins Gefängnis. 15 Frauen an einer Eisenkette. 30 Tage lang. Rein statistisch betrachtet funktioniert die Abschreckung in den wenigsten Fällen. Die Rückfallquote der Chain Gang Girls unterscheidet sich kaum von der anderer Häftlinge.